Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ich habe da hinter mir in der Garage etwas stehen, was ich ja schon angeteasert habe. Und zwar ein Akkurasenmäher, ja, von der Firma Einhell. Der steht jetzt schon seit 2 Tagen da drin. Und es wird Zeit, dass ich den jetzt endlich mal mit euch natürlich auspacke. Da bin ich schon sehr gespannt, auch wenn das Wetter gerade nicht so toll ist. Ja, hier ist das gute Stück und wir werden den jetzt erstmal auspacken. So, schauen wir doch mal. Das ist der GECM 43 LIM. Ich mache das mal ganz kurz auf die Seite. Und ne, man hat hier eine 6-fache Höhenverstellbarkeit. Dann haben wir hier 43 cm ja, Durchmesser. Der Klinge soll angeblich mit den Akkus, die hier drin sind, 600 Quadratmeter schaffen. Bin ich mal gespannt. Und der Auffangkorb des Rasens beträgt dann 63 Liter. Wir haben hier auch ein Mulchkit mit dabei, was immer das ist. Da lasse ich mich mal überraschen. Wir haben hier 2x18 Volt Akkus. Jetzt holen wir das ganze Ding endlich mal raus hier. Ganz vorsichtig. So. Ein Ladegerät, noch ein Ladegerät, ein doppeltes wäre vielleicht besser gewesen. Dann haben wir hier dann noch die Akkus, 4 Ampere, 18 Volt, sehen dann so aus. Haben sogar 2 Striche, da können wir vielleicht gleich noch einen kleinen Test drauf machen. Ein Stück von dem Auffangkorb, was zum Lesen. Ah, hier ist der Rest von dem Korb. Noch irgendwas. Der Griff. So, und dann das gute Teil, der Rasenmäher an sich. Hier kommen dann die Akkus rein. Hier gibt es sogar einen Schlüssel. Einen Startschlüssel. Den müssen wir da nochmal suchen. Bestimmt hier drin. Ja. Hier ist ein Schlüssel drin. Und ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal ja, den Griff an. Und tue mir den Korb zusammenbasteln. Und ja, dann werden wir das ganze Ding mal einen kleinen, ja, Test unterziehen.
Junge, was für eine Geburt, bis ich diesen Auffangkorb hier zusammengebaut habe. Da bricht man sich ja alle Finger. Hier zum Beispiel war ein Stück Plastik gar nicht vernünftig rausgestanzt worden aus der Nut. Muss die mit dem Messer noch abmachen, alles Mist. Aber schauen wir uns jetzt mal an, wie das Ding, der Rasenmäher, mit dem Auffangkorb hier ausschaut. Okay. Sicherheitsklappe hier noch drinne. Jetzt noch die Kabelhalterung. Hier können wir jetzt auch die Größe des Rasenabschnitts einstellen. Mal schauen, wir sind jetzt bei 25 bis 75, also 7,5 cm. Ich denke mal, ich werde das erstmal ausprobieren mit 35. Ich hoffe, das wird nicht zu klein werden. Doch, um das Baby jetzt hier starten zu können, werden wir erstmal die Akkus einsetzen. Mal schauen, ob wir auf beiden noch ein bisschen was drauf haben. Und zumindest hier den kleinen Rasen mal quasi einen kleinen Testschnitt machen damit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er anspringt. Schon irgendwie verrückt an, oder? Der hört sich gar nicht an wie ein Rasenmäher, eher wie so Flugzeug oder sowas, keine Ahnung. Richtig nice das Teil. Wollen wir mal schauen, was wir alles eingesammelt haben. Übrigens hier oben die Klappe ist so eine Art Füllstandsanzeige. Wenn der Rasenmäher hier läuft, dann öffnet sich hier die Klappe immer und sobald der voll ist, der Korb, dann geht die Klappe überhaupt nicht mehr auf. Dann bleibt die immer zu und so wisst ihr, dass der Korb dann eigentlich voll ist. Ja, das ist jetzt hier bei mir nicht gerade der Fall, aber wir können trotzdem mal gucken. Ich würde sagen, fürs erste Mal mir Rasenmähen hat sich definitiv gelohnt. Jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, schafft dieser Rasenmäher hier von Einhell mit den dazugelieferten Akkus
600 Quadratmeter, keine Ahnung. Ich habe allerdings die perfekte Rasenfläche zum Testen. Aber das werden wir erst in dem nächsten Video machen. Ich werde jetzt die Akkus komplett aufladen und dann werden wir mal schauen, was dieses kleine rote Teil hier so alles drauf hat. Ne? Also, wenn ihr wissen wollt, wie sich dieser kleine rote Kerl hier in etwas schwierigeres Gelände schlägt, dann ja, abonniert mich einfach oder schaut so mal wieder vorbei. Und bis dahin sage ich erstmal, macht's gut und wir sehen uns. Also dann, bye!